Hallo zusammen, da sind wir wieder. So, was haben wir denn da auf dem Tisch liegen? Da ist ja tatsächlich heute die Epic Box angekommen von Amazon. Ich habe auch noch eine zweite, aber die werde ich im anderen Video aufmachen. Ich würde sagen, da sich es doch einige gewünscht haben, machen wir die jetzt mal auf. Und ich kann euch sagen, ich bin ja bei eBay Kleinanzeigen unterwegs. Was da los ist, was Karten bitte versichert. Also manche wissen da anscheinend absolut nicht, was sie da haben. Also jetzt nicht positiv gesehen, sondern negativ gesehen. Da verkaufen manche ganz normale Ladebildschirme für 1 Euro und meinen das ernst. So, nicht, dass es heißt, hier ist Fake. Denn das ist die Frage. Zeige ich euch die Folie direkt oder nicht? Aber ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Noch sehen wir sie nicht. Zwei. Wo haben sie sich hingepackt? Da ist sie. So, da haben wir den Funko Ops. Den Funko Ops in, man sieht's, voll. Hätte mir schon lieber eine andere gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Nachher gleich mal, ne, nachher gucke ich doch mal gerade nach, was die so wert ist. Aber ich habe die eigentlich noch nirgendwo großartig gesehen. Kann ein gutes oder schlechtes Zeichen sein. Aber der Skin an sich ist ja auch nicht so beliebt, meine ich. Also man sieht ihn eigentlich nie. So, die tun wir mal dahin. Dann sieht man auch immer, welche ich da drin hatte. Weil wie gesagt, ich habe vor, wirklich nur diese Boxen aufzumachen. Oder halt größere. Aber ich denke, ich bleibe bei denen. Weil man hat in dieser Box eigentlich immer, also was heißt immer, man hat immer die Karte sicher. Und was jetzt noch da drin kommt, ist halt Bonus. So, machen wir hier auf. Boah, schon ein doppeltes Safe. So, drehen wir da um. Was haben wir hier? Warte, mal gucken, wie ich die Hand am besten halten muss. Da haben wir die 137 Scarlet Defender. Habe ich aber, glaube ich, schon. Die haben wir definitiv schon. Das ist die 122 Prickly Patroller. Dann haben wir noch einen Ladebildschirm. Ja, doch, den haben wir, habe ich auch definitiv. Das ist die 71. Den habe ich deshalb, weil ich gesagt habe, ich wäre einer, ich würde hier mit dem Raketenwerfer an dem Gegner oben schön vorbeischießen, anstatt auf die Hauskante zu schießen. So, dann haben wir den nächsten Ladebildschirm. Den haben wir, glaube ich, aber nicht, weil der sagt mir nichts vom Bild her. Ich lege es aber mal so hin. Also da habe ich schon einen Fehler gemacht. Ich habe ja eigentlich immer gesagt, ich lege es so hin und da die Ladebildschirme. So, die sieht man auch klar und deutlich, da sind Folie eingepackt ist. Dann haben wir hier den nächsten Ladebildschirm, den haben wir aber, meine ich jedenfalls auch. Das ist die Nummer 88. Aber Ladebildschirm, klar, die werden am häufigsten vorkommen. Dann haben wir die Rare Card Sarge Sergeant. Also wenigstens haben wir eine epische schon mal. Epische tue ich schon mal dahin. Die anderen war ja nur normal. So, da geht's schon weiter. Wie gesagt, danke für den Ritter schon mal, den ich hier mal positiv erwähne. Er hat in den Kommentaren geschrieben, er feiert es. Aus dem Grund habe ich mir gedacht, komm, machen wir einfach weiter. So. Ja, man kriegt sie doch so raus. Ich will nämlich eigentlich nie wissen, was die beste Karte ist. So, da haben wir einmal die 110, der Klinger. Oh, Pump. So, da haben wir die weibliche Form von dieser Disco-Kacke da damals. Die Nightlight, das ist die 131. Also auch nichts Besonderes. Dann haben wir den nächsten Ladebildschirm. Das ist die Nummer 37. Ladebildschirm eben. Ach Gott, ich glaube, hier ist nur Doppelte drin. Dann haben wir wieder einen Ladebildschirm, beziehungsweise Spielszene, das ist die Nummer 87. Die habe ich definitiv. Wieder eine Rare, ist die 181, die Mayhem. Und dann haben wir aber, ne, die habe ich definitiv nicht, der Moonwalker. Moonwalker ist definitiv gut, auch episch. Was heißt auch episch? Warte mal. Eben hatte ich gar keine Epic. Also haben wir zwei Rare-Karten und eine epische. Ich glaube, die Ladebildschirme tue ich auch mal aus dem Bild, weil die, denke ich mal, will auch keiner sehen. Wie gesagt, das war jetzt die Ausbeute aus zwei Packs.
vier Stück haben wir jetzt noch. Legen wir das mal so hin. Ich hoffe halt echt, dass ich noch eine Folge drin habe. Beim letzten Mal, wo ich halt noch kein Video davon gemacht habe, hatte ich nämlich auch eine drin. Ah, wir gehen ins Zombieland. Da ist aber wieder eine Epic. Das ist schon mal definitiv sehr schön. So, dann haben wir hier aber erstmal die 118, den Hayseed. Der Bauer, ich glaube, davon haben wir auch die Bäuerin schon. Sicher bin ich mir nicht. Dann wieder eine Pickaxe. Das ist die 114, der Jack Spammer. Dann haben wir einen Ladebildschirm bzw. Spielszene, die 56. Aber das ist ja nichts Besonderes. Ich meine, die kommen so oft vor. Ich meine, sie werden nicht umsonst bei eBay Kleinanzeigen für 20 Cent. Jetzt habe ich schon eingesehen, der bietet alle Karten an für 10 Cent. Also ich weiß nicht, man sollte sich auch nicht gegenseitig unterbieten. So, das war die Nummer 18. Ganz normaler Spielbild. Aber hier, ich hab beide nicht. Erstmal eine Rare-Karte. Das ist die 186, der Firewalker. Ich schätze mal, der kam mit Lucky Landing mit. Aber das ist schon mal gut. Ich bin dauernd selber im Überlegen wegen Epic und Rare. So ganz bin ich da auch noch nicht drin. Aber die Rare-Karten sind ja von 150 bis 200. Und von 200 bis 250 oder ich weiß nicht wie weit, da sind ja die Epics. So, da haben wir hier den Spooky Team Leader. Das ist natürlich auch sehr gut, haben wir schon mal zwei epische. Also beschweren kann ich mich jetzt eigentlich nicht. Ich habe 6 Packs. 3 Rare, gut, Rare ist ja garantiert. Und 2 Epics, also geht eigentlich. So, dann gucken wir mal weiter. So, gucken, ob ich sie wieder so rauskriegt, dass ich es nicht vorher sehe. Na gut, ich sehe es halt eh dann, wenn ich hingehe und die Karten umdrehe, die vorletzte. So, da haben wir hier einmal die Pistol, die haben wir definitiv. Das ist die 105 und heißt auch Pistol. Dann haben wir hier schon den ersten Skin, den haben wir definitiv nicht. Das ist die 143, der Stripped Soldier. Also der Stripped heißt, ist doch eigentlich ein ganz normaler Schiedsrichter, oder? Nee, ist gar kein Schiedsrichter, ich dachte, das wäre eine Pfeife da. Okay. Aber wie gesagt, auch nur normal. Dann haben wir einen wieder Spielszene, den Riss. Das ist die Nummer 61. Ich glaube, die habe ich inzwischen noch schon mehrmals gezogen. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Oh, da hinten war sie schon. Dann haben wir noch eine Spielszene. Das ist die Nummer 38. Aber ich denke mal, ist ja für euch uninteressant. Ich meine, der eine oder andere wird sicher die eine oder andere Karte haben, die trotzdem fehlt. Aber wie gesagt, die kann man sich eigentlich günstig kaufen, wenn sie wirklich fehlt und einfach nicht kommen will. Nicht, dass die Preise irgendwann teurer werden und so ein Ladebildschirm kostet einen Euro. Weil wenn die Serie 1 rum ist, da wird sich dann zeigen, ob sein Wert steigen oder nicht. So, dann haben wir die Nummer 12, ganz normale Spielszene. Aber wie steht ihr denn da? Die Kisten an der Decke? Also die Karte habe ich definitiv nicht. Aber ich verstehe diese Szene an sich nicht. Ich wusste nicht, kann mich nicht erinnern, dass wir durch Spinnenweben irgendwie Kisten an den Wänden hatten. So, dann haben wir sie hier bekommen. Das ist die 172, leider nur eine Rare-Karte, die Fortune. So, dann haben wir schon 4 Stück. So, jetzt wird eigentlich schon wieder Zeit für eine Epic. Epic, am besten noch Legendary. Dann habe ich noch beim anderen YouTuber gesehen, in einem Pack nur Epics drin. Also das Pack hätte ich dann gerne auch mal. So, dann haben wir hier schon den ersten Skin. Der McDonald's-Verkäufer. Das ist die 127, ist der Krill Sergeant. Aber halt auch nichts Besonderes. Dann haben wir eine Pickaxe. Das ist die 145, die Angular Axe. Naja. Haut mich jetzt, also ich weiß nicht, die Pickaxe hauen mich so generell nicht so vom Hocker. Also ein Skin dafür Geld ausgeben kann ich noch irgendwo verstehen, aber für eine Pickaxe, naja. So, da haben wir hier wieder eine Spielszene. Und das ist die Nummer 67. Aber ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Weil da kann ich sagen, das könnte ich sein.
Der Gegner hat keinen Bock mehr, ich verstecke mich unten und werde dann angegriffen. So, da haben wir wieder ein schönes Sniper-Bild. Ich weiß nur nicht, ob er schon geschossen hat. Ne, wenn der Schuss kommt, ist man nicht mehr im Scope drin. Also kann das eigentlich nur eine Kugel vom Gegner sein, aber der schießt auch irgendwo ganz anders hin. Das ist die Nummer 54. So, dann machen wir jetzt mal ganz anders da. Ich tue die Karte. Ich will eigentlich überrascht werden, aber ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Ich würde sagen, wir drehen einfach den Ladebildschirm um und auf der Rückseite ist ja die andere Karte. Dann mache ich so und nur eine Rare-Karte. Die 159 Brilliant Striker, auch wieder nur eine Rare. Da muss ja im letzten Pack noch wenigstens ein Epic drin sein. So, da hat der Ladebildschirm war die Nummer 94. Ja, könnte treffen, aber ich glaube, der Rucksack zählt nicht für das Trefferfeld. Und dann sind wir schon beim letzten Pack. Und damit sind dann 14 Euro weg. Weil die Boxen, also hier bei uns in Koblenz, wir haben sie fast nirgendwo mehr. Die sind so schnell weg. Und wenn sie nur die ganz großen da. So, das letzte. Das ist schon mal gut, wir fangen mit dem Skin an. Ich glaube, den habe ich sogar noch nicht mal. Das ist die Nummer 117 Armadillo. Oder? Doch, ich meine, an den Namen könnte ich mich erinnern. Die Lampe haben wir definitiv, ist halt eine Pickaxe. Ist die Nummer 115. Auch nichts Besonderes. Dann haben wir wieder eine Spielszene. Doch, die habe ich auch schon. Ah, ja, jetzt fangen die Doppelten an. Das ist die Nummer 75. So, ich habe noch nichts gesehen. Ich will auch noch nichts sehen. Das ist voll schwierig. Das ist irgendwie das Verlangen, man will es sehen. Dann haben wir den Ladebildschirm 58. Das könnte ich sein da unten. Am Wegrennen. So, ich würde sagen, gut, den Ladebildschirm habe ich auch nicht. Das wüsste ich. Der kommt mir total unbekannt vor. Ich würde sagen, wir drehen um. Ich gucke auch nicht hin. Die 152 Bandolette haben wir definitiv, weil das weiß ich. So, dann haben wir noch den Ladebildschirm, die Nummer 17, aber ist halt nichts Besonderes. Naja, also 6 Packs haben wir jetzt halt 2 Epics bekommen. Hier den Disco Mensch und insgesamt 6 Rare Karten. Also im Prinzip haben wir die 2 Bonus gekriegt. Die ist ja in jeder Box drin, deshalb kostet die Box ja auch, ich weiß gar nicht, was im Laden kostet. Also in Italien kostet 9,90, aber wir sind ja nicht in Italien. Ich meine, ich habe dafür, wo ich die Müller gekauft habe, da habe ich für die bezahlt. Da habe ich mir nämlich noch gedacht, oh, jetzt hast du eigentlich Minus gemacht. Aber da habe ich noch gar nicht geguckt, was in den Boxen wirklich drin ist. Und ich habe halt die Box geholt und habe mir nichts dabei gedacht. Also ich glaube, die kostet 14 Euro. 14 oder 13 oder 14 Euro. Also wenn ihr wisst, was die normale, also hier die Box kostet. Hier die. Ab in die Kamera. Das ist halt die Leaderbox, wo halt die eine Karte drin ist mit 6 Packs. Also ich kann euch aber jetzt noch nicht mal sagen, was ich jetzt bei Amazon bezahlt habe. Auf jeden Fall ist es teurer als im Laden. Weil klar, irgendwas wollen die auch noch verdienen. Ich bin mir halt wirklich nicht mehr sicher. Also du bezahlst halt 1 bis 2 Euro, sage ich jetzt mal mehr, aber dafür hast du immer eine Foil drin. Immer. Und die ist eingepackt, man weiß, woher sie kommt. Also bis jetzt haben wir ja nur eine einzige gezogen. Aber wie gesagt, ich habe ja mein Video gestern hochgeladen, was für Karten ich alles habe. Von daher einfach mal reinschauen. Ihr seht ja dann, was dazu kam. Gestern kam ja der liebe Teddy dazu. Die Legendary, das fand ich natürlich sehr nice. So, dann würde ich sagen, ja, das war's halt schon leider mit dem Pack-Opening. Das nächste werde ich, denke ich mal, morgen, ja, ich denke mal, morgen werde ich das machen. Ne, werde ich nicht, weil morgen kommen ja die neuen Aufgaben. Werde ich das, denke ich mal, am Freitag hochladen. Aber wenn ihr es schafft, ein paar Likes rauszuhauen, könnte ich es mir eventuell anders überlegen. Und guckt auf jeden Fall die Videos zu Ende, weil das unterstützt mich halt auch. Und wenn es euch halt gefällt, gerne ein Like da lassen, Kommentar auch. Könnt gerne reinschreiben, was ihr so habt oder was ein Freund gezogen hat oder wie generell eure Erfolge bisher so aussehen.
Und ob ihr meint, ob die Karten noch steigen werden oder ob alle quasi preislich den Bach runtergehen. Weil ich habe schon so zwei, drei Karten, da habe ich schon mehrere Anfragen bekommen, aber da ich die nicht doppelt habe, will ich sie eigentlich nicht verkaufen. Ich weiß nicht, wie macht ihr es? Verkauft ihr die oder wartet ihr? Weil wenn die Serie 2 rauskommt, die ja definitiv rauskommt, das habe ich nämlich schon am Sammelheft gesehen. Das erste Sammelheft, ich habe ja zwei. Das erste Sammelheft geht nämlich bis 300 und das zweite Heft hat schon die Zahlen bis 500 drin. Was bedeutet, 200 Karten kommen definitiv dazu. Nur so als kleine Info, warte, ich habe die, da habe ich die Sticker doch liegen. Ja, bis 540. Ich weiß nicht, ob ihr, warte, ich versuche es euch mal zu zeigen. Die hier waren halt da drin. Und warum sollen die bis 540 gehen? Nur weil 540 Karten reingehen können oder weil es 540 Karten noch gibt? Also insgesamt dann noch 240 zusätzliche. Und dann ist natürlich die Frage, sind die aus der ersten Serie gar nicht mehr zu ziehen oder doch? Also sind alles halt so Fragen, die muss man halt einmal schauen. Und wie gesagt, wer noch kein Abo da gelassen hat, kann das jetzt gerne tun. Ich werde halt sowas öfters hochladen, weil ich will sie halt auch sammeln. Sammeln, verkaufen, tauschen, wie auch immer. Also, das war erstmal das. Und wenn dich halt Fortnite generell interessiert, wie gesagt, ein Abo lohnt sich bei mir schon. Ich mache halt Rettet die Welt. Und dann mache ich alle Aufgaben in Fortnite. Samstags oder sonntags kommt halt auch noch ein Livestream, wo ich dann mit euch ein bisschen Battle Royale zocken werde. Aber erwartet nichts von, nicht so viel von mir. Meine Bauskills sind für ein, ich sag's besser nicht. Ja, das war eigentlich dann das Pack-Opening. In dem Sinne würde ich sagen, wie gesagt, Abo dalassen, unten den PaySafe-Code. Wer sich den gern knacken will und wissen will, wie die nächste Zahl zum Beispiel kommt, einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich die komplette Erklärung, wer ich bin, was ich mache, was ich vorhabe und wie man den Code knacken kann, beziehungsweise wie der ganze Ablauf ist. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.